Als BMW die 5er-Serie zum M5 umdisponierte, erschuf man gleichzeitig eine komplett neue Automobilsparte. Die Hochleistungs-Luxuslimousine. Der M3 wurde noch gezielt für die Rennstrecke entwickelt, der M5 hingegen für den täglichen Pendelverkehr. Ein Wagen, der es mit den Schnellsten aufnehmen kann, ohne dabei an Luxus einzubüßen. In seiner Kategorie ist der BMW M5 eindeutig der stärkste. Das erste Modell war die schnellste Serienlimousine ihrer Zeit. Unter den nachfolgenden Modellen war auch der erste Kombi aus der M-Reihe der schnellste Serienkombi, der je auf Straßen fuhr. Kürzlich erschien der M5 auch mit einem turbogeladenen Motor. Er ist schneller und effizienter als Vorgängermodelle und kann auf Knopfdruck den Fahrstil ändern.